Im Zuge einer bundesweiten Aktion symbolisierten Menschen an öffentlichen Orten, wo sich die Pflege in Deutschland ihrer Meinung nach befindet, am Boden nämlich. Auch in Wittmund und Esens legten sich am 19. Oktober insgesamt 80 Menschen für 10 Minuten auf den Boden. In Wittmund vor dem Kreishaus, in Esens in der Fußgängerzone. Im Internet war über das soziale Netzwerk Facebook zu diesem Flashmob aufgerufen worden. Im hiesigen Landkreis hatte die Esenser Altenpflegerin Julia Geschütz maßgeblich dazu beigetragen, die Aktion publik zu machen. Sie wendete sich an den Harlinger, der über die Veranstaltung berichtete. Daraufhin fanden sich Initiatoren in Wittmund. Eine von ihnen ist Edeltraud Kordes. Die Verdi-Ortsvereinsvorsitzende sieht in dem Flashmob keine präventive Maßnahme. Weil der Pflegenotstand, der droht nicht, der hat uns schon längst erreicht. Und es wird dringend Zeit, dass die Politik darauf reagiert und andere Voraussetzungen schafft. Kordes selbst arbeitet als Qualitätsmanagementbeauftragte im Kreiskrankenhaus Wittmund. Nicht nur dort bestehe Personalmangel. Hier gibt es sehr viele ambulante Krankenpflegeeinrichtungen. Es geht ja nicht nur um Pflegenotstand in den Krankenhäusern. Es geht ja auch darum, im ambulanten Bereich und in den hier Wohnheimen, Pflegewohnheimen, Altenwohnheime, da auch vernünftig ausgestattetes Personal zu haben. Ich habe hier schon von einigen Kolleginnen gehört, die einen ambulanten Krankenpflegedienst betreiben, dass die manchmal einen Pflegefall gar nicht mehr aufnehmen können, weil sie sich personell nicht in der Lage sehen, zusätzliche Pflegende noch zu versorgen. Das ist Tatsache, das ist Realität, das ist hier angekommen. Auch Hans-Günter Kirchhoff, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt in Wittmund, legte sich aus Protest auf den Boden. Vom Pflegeflashmob hatte er aus der Zeitung erfahren und die Aktion auch für Wittmund angemeldet. Das größte Problem der Pflege sieht er in der schlechten Budgetierung durch die Bundesregierung. Wo gibt es, dass Ausbildung von den Auszubildenden selber bezahlt werden muss? Und das ist in der Pflege da. Und wir bekommen aus gerade diesem Grunde kein Personal, das die riesige Anzahl der Patienten überhaupt versorgen könnte. Ob die Aktion einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bleibt abzuwarten. In Wittmund jedenfalls blieben nur wenige Passanten interessiert stehen. Doch vor allem auf der Regierungsebene solle diese Aktion ein Zeichen setzen, sind sich Kordes und Kirchhoff einig. Der Organisator war mit der Resonanz zufrieden.